Hallo Leute, willkommen zurück zu SAMCAD und ein weiteres Video. Heute geht es um Forge Battalion. Ist ein Strategiespiel von den 9-Bit-Armies-Machern, 8-Bit-Armies-Machern. Wer es kennt, oder von Team 17, Petroglyph. Die machen viel so ein bisschen mit diesem Strategiegenre. Und wir gucken uns das jetzt mal an. So, und wer Probleme hatte, das Spiel zu starten, ich hatte es zum Beispiel, startet es nicht über Steam, sondern geht in den Ordner davon. Kriegt man auch ganz leicht hier bei Verwalten, lokalen Dateien. Und dann habt ihr hier ganz oben die Client-G-Exe. Und da habe ich drauf geklickt und es hat sofort gestartet. Ja, also die anderen starten nicht, bricht sofort wieder ab. Ich habe auch ganz viel durchgeguckt im Internet. Und es hat alles nicht funktioniert. Deswegen einfach nur da die Exe da starten. Man kann sich auch eine Verknüpfung machen und dann ist alles in Ordnung. So. Spielanleitung. Herzlich willkommen bei Forge Battalion. So, Spielanleitung. Ja, Technologiebaum, man kennt es wohl. Ist eigentlich überall derselbe Kram. Ich möchte jetzt hier auch nichts ewig lesen. Ich denke mal, hier wird es auch bestimmt ganz viel Tutorials geben. So, deswegen weg. Achso. Okay, jetzt ist sogar das Tutorial. Also, wir müssen jetzt irgendwie draufklicken. 30 Punkte, wir haben Forschungspunkte. Forschungspunkte verdient zum Kampf. Okay, also kämpfen, dann kriegt man Forschungspunkte, dann hat man sozusagen so ein Skill Tree sozusagen und dann kann man das. Was sieht denn lustig aus? Da kann man sich die Einheiten sozusagen. Ah. Warum muss ich die selber bauen hier? Warum muss ich die Einheiten selber bauen? Sozusagen, es gibt vordefinierte und dann kann man sich die alles selber bauen. Alles klar. Ja, machen wir einfach Artillerie, wa? Artillerie speichern. Ja. Okay, Fraktionsübersicht. Oha, okay. Also man muss sich jetzt selber alles zusammenbauen. Das ist neu. Okay. Also man schaltet was Neues frei und dann muss man sich das alles selber bauen. Okay, interessant. Verstehe. Gut. Dann gucken wir mal. Hier, Technologie, Raketenbeschuss. Was ist das hier? Lücke, Schutzturm, Chassis, Kanone hinzu. Maschinengewehr. Verbesserte Panzerung, habe ich keine Punkte mehr. Okay. Oh, da gibt es eine Menge zu tun. Cool. Da kann man sich sozusagen eigene Einheiten bauen. Cool. Könnte ich mir jetzt theoretisch auch so eine Lufteinheit bauen oder was? Ah, das ist so ein Turm. Okay, ich glaube, wir bauen mal einen neuen Turm. Aber okay, da kann nichts mehr. Okay. Ah, stimmt, hier an der Seite sehen wir. Okay, was wir haben, was wir nicht haben. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Cool. Interessante Sichtweise. Habe ich so noch nie gesehen. Cool. Okay. Wurde gespeichert. Okay, dann gehen wir einfach mal rein hier. Fraktionseditor, bla bla. Option, ganz wichtig, erstmal Musik aus. Ja, leider. Mit Auto wird nicht im Fokus oder Titel für Stimmen. Ja, das ist okay. Super und Sound, warum der das auch immer nicht anhat, verstehe ich nicht. Okay, okay, gut. Einheiten in Objekten anzeigen, ja, das ist gut. Mauszeiger ja vergrößert, oha. Anzeige beschädigt. Gut, hier kann man Spielfortschritt zurücksetzen. Okay, Grafik. Hat er hier wieder 59, ich bin aber bei 60, mein Freund. Kann ich gar nicht einstellen. Ist ja auch nicht schlecht. Kann ich das nicht einstellen? Ach, bestimmt, weil ich Fenstermodus habe, deswegen macht das nicht. Okay. Verstehe, verstehe. Okay, gut. Das ist okay, das ist okay. So. Naja, wir starten einfach mal die Kampagne. Mission 1.
Schwierigkeitsgrad. Ja, wir lassen es mal auf normal. So, zack. Fraktion haben wir ausgewählt. Und wir gehen rein. Gucken wir mal. Wird geladen. Ist toll, dass es geladen wird. Passiert auch mal was? Mir tut sich gar nichts, oder? Tut sich gar nichts mit dem Spiel. Was ist da los? Das ist interessant, dass noch nicht mal das Spiel funktioniert. Ja, es funktioniert noch nicht mal die erste Mission, nix. So. Erst das Problem, dass man bei Steam das nicht starten kann. Dann das Problem, dass man es hinterhältig machen muss. Und jetzt funktioniert noch nicht mal die erste Mission. Es ist aber schon mal ein Fortschritt, dass das Ding Hauptsache in Deutsch ist. Ja, das ist schon mal gut. Aber es startet einfach nicht. Was ist das? Und das in der heutigen Zeit. Dass ein Spiel einfach nicht startet. Junge, was ist das? So, ich probiere es jetzt nochmal. Und dann, wenn es da nicht geht, dann ja. Keine Ahnung. So, ihr seht es hier nochmal. Wir starten es einfach ganz normal über Steam. Da steht Forge Bataillon starten. Das machen wir. Ja, lädt doch irgendwas. Aber dann ist puff, weg. Nichts passiert. Verstehe ich nicht. Wie man das so verkacken kann in der heutigen Zeit. Weiß ich nicht. Und ja. Wie gesagt, wir gehen wieder da rein. Dann drücken wir hier drauf, Client G. Und dann startet er, macht er auch irgendwas. Aber es geht anscheinend nicht weiter. Das ist Armutszeugnis. Aber Geld verdienen, das wollen sie alle. Schlimm. So, auf ein neues. Kampagne. Fraktion ist drinne. Custom. So. Mission starten. Warten mal 5 Minuten und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Okay, scheint wohl nicht zu funktionieren. Ich habe auch gerade was gelesen und zwar das Spiel soll wohl 6 Jahre alt sein. Und ja, man sollte seine Spiele schon mal aktualisieren. Vor allem, wenn man es rausgibt als Spieletest. Und ja, schade. Das schicke ich dir natürlich so, wie es ist und sage dir, euer Spiel funktioniert nicht mehr. Danke, dass ihr mir diesen Mist angedreht habt. Und ja, tut mir leid für euch, dass ihr das leider nicht gucken könnt oder wir nicht gucken können, was das für ein Spiel ist. Ja, kann man nichts ändern. Gut, sollte euch das gefallen haben, lasst bitte einen Daumen hoch da und ein Abo da. Und ja, ich hoffe, wir kriegen das nächste Spiel zum Laufen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüssikowski.